Der ehrbare Kaufmann. Ein Mann, ein Wort, der sich an das hält, was er zugesagt hat. Und das liefert, was er zugesagt hat. Wir alle müssen uns für diesen Begriff einsetzen. Der ehrbare Kaufmann. Die Geschäftsleute im Ausland unterstellen uns zum Glück noch diese Eigenschaften. Top-Qualität, verbindliche Lieferzeiten, kulante Anpassung des Produktangebots. Diese Anerkennung des ehrbaren Kaufmanns im Ausland müssen wir verteidigen. Das hilft uns allen, besonders in Zeiten globalisierter Märkte. In meinen jungen Jahren war ich als gelernter Feinmechaniker bestrebt, mich weiterzuentwickeln. Ich wollte mehr aus mir machen, mehr schaffen. Ich machte mich selbstständig und gründete ein Unternehmen für den Vertrieb und Versand von Ausscheuartikeln für zukünftige Bräute. Ich weiß noch, meine Frau hat damals bei der Bundesbank gearbeitet, nach Feierabend das Büro gemacht, Angebote, Rechnungen, Kalkulationen und so. Oft hieß es, Wilhelm, das geht so nicht, das wird nichts. So haben wir dann das Geschäftsmodell mit Hygieneartikeln und Tuchwaren für die Gastronomie erweitert und diese Hotels, Bars und Restaurants angeboten. Doch die Kunden fragten fast ausschließlich nach Handtuchautomaten. Das war's. Die Idee war geboren. Mit den richtigen Partnern für Reinigung und Service konnten wir dann durchstarten. Heute machen wir 70 Millionen Umsatz mit 450 Mitarbeitern europaweit und liefern Seife, Handtücher, Toilettenpapier und Service an unsere Kunden. Aber alle Geschäfte, egal ob Einkauf oder Verkauf, habe ich immer mit Handschlag besiegelt. Klar gab es Dokumente, aber ein Mann, ein Wort. Fair, ehrlich, auf Augenhöhe. Damit habe ich die besten Erfahrungen im Leben gemacht. Auch bei der IHK, da hatte ich anfangs überhaupt keine Verbindung. Wir waren zwar Mitglied, muss man ja, aber sonst, naja. Bis mich mein Hausbanker dann doch einmal überreden konnte, mitzukommen. Das hatte ich nicht erwartet. So viel Kompetenz, Netzwerk und Informationen. Da wollte ich dabei sein und habe mich sofort engagiert und wurde gleich mit über 2800 Stimmen in die IHK gewählt. Herr Dr. Leder, den ich sehr schätze und dem ich sehr viel verdanke, ist extrem engagiert für alle IHK-Mitglieder. Die Vollversammlungsmitglieder besuchen andere Unternehmen. Und da kann man so viel von den Unternehmern lernen. Sie sind offen, sie geben echte Hilfe, haben Erfahrung, man macht mit. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass wir noch mehr Jungunternehmer als Botschafter gewinnen, dass sich das Verständnis für die IHK und ihre Bedeutung ändert. Die meisten kennen ja nur das Logo. Und ich wünsche mir, dass auch viel mehr privat über die IHK gesprochen wird, damit auch alle erfahren, was sie wirklich bedeutet, nämlich mitmachen, mitbewegen, mitgewinnen.